Hallöchen, ist wieder euer Ziegelstein21 zurück mit einem neuen Technikvideo. Heute stelle ich euch mein neues Netbook vor, denn ich habe mir jetzt endlich ein neues gekauft. Vorher hatte ich eins mit 1 GB Arbeitsspeicher, das tut's nicht mehr so ganz. Deswegen stelle ich euch heute in einem Unboxing mein neues Netbook vor. Viel Spaß! Hier ist es nun also, das Asus Transformerbook T100HA. Wie ihr schon sehen könnt, hier in einem, ich nenne es mal Space Gray von Asus natürlich. Ich habe es mir gekauft in der 32 GB Speicher-Variante mit 2 GB Arbeitsspeicher. Es ist noch erhältlich mit 4 GB Arbeitsspeicher und mit 64 GB eMMC-Speicher und 128 GB eMMC-Speicher, aber das sollte mir so reichen. Es hat den neuen Intel Cherry Trail Quad-Core Z8500 Prozessor drin. Das ist so ziemlich der schnellste Prozessor, den ihr für solche Arten von Netbooks bekommen könnt. Ja, und dann drehen wir das Ganze mal um. Ich zeige erstmal hier oben, hier Intel Inside, das muss man ganz wichtig, muss man mal zeigen. Und hier sind so die, ja, ich sag's mal, technischen Specs, wo man hier alles sehen, also man sieht hier das Display, CPU, hier steht nochmal, welche CPU drin ist, hier wie viel Speicher man hat, hier wie viel Arbeitsspeicher, also es ist DDR2, 2 GB Onboard, WLAN, USB 3.1, also nicht der normale USB-A, sondern USB Typ C 3.1 und USB 2.0 als USB A. Micro-USB-Anschluss hat man auch noch. Es ist Windows 10 Home in der 64-Bit-Variante drauf. Sprache ist natürlich Deutsch. Und ein ganz wichtig, ein 2 Zellen 30 Wattstunden Akku, der, ja, ich sag's mal, mindestens 8 Stunden durchhalten sollte. So, jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wir machen uns an das Auspacken von dem Asus Transformers eigentlich ganz einfach. Macht ihr den Karton auf. Hier ist In Search of Incredible, ist typisch von Asus. Und hier liegt auch schon das Notebook drunter oder das Tablet, je nachdem wie man es nennen möchte. Ja, ist auch schon direkt an der Tastatur dran, zeige ich euch gleich noch. Ich gehe erstmal, ich grabe erstmal noch ein bisschen tiefer. Dann haben wir hier noch Papier, Benutzerhandbuch und Garantiekarte. Hier haben wir einen Micro-USB. Das sieht man gerade nicht so gut. Also es ist auf jeden Fall ein Micro-USB USB-A-Anschluss. Anscheinend gar kein USB-Typ C. Lustig. Und hier ist noch ein Netzstecker, also Netzadapter von Asus. Hier ist ganz viel Plastik rum. Ja, ist auch normal USB auf Steckdosenanschluss. Ansonsten ist da noch irgendwas Wichtiges drin. Nee, sieht nicht so aus. Ja, dann ist der Karton schon leer. Mehr war auch nicht drin. So, hier haben wir jetzt wieder das Netbook stehen. Ich habe schon den ganzen Müll, also das ganze Plastik außenrum weggemacht. Und ja, jetzt zeige ich euch mal die ganzen Anschlüsse und so weiter, was das Gerät alles kann. Also wir haben hier eine Backkamera, halte ich mal kurz ein bisschen näher hin. Hier eine Backkamera mit 5 Megapixel. Hier ist, hier ist das Asus-Logo. Dann fangen wir mal hier von hier an der Seite, rechts und links unten haben wir Lautsprecher drinnen. Und dann fangen wir hier mal von der Seite an. Wir haben hier einen normalen USB-Anschluss 2.0. Dann ist hier ein Klinkenanstecker für Kopfhörer oder Headsets. Hier ist ein Micro-USB-Anschluss zum Aufladen. Hier ist ein Micro-HDMI-Anschluss. Und hier ist ein SD-Karten-Slot. Was mir allerdings aufgefallen ist, weil ich habe mir schon eine Micro-SD-Karte gekauft, weil 32 GB interner Speicher sind schon ein bisschen wenig. Aber der Nachteil ist, wenn man den einbaut, weiß gerade gar nicht, wie rum der gehört. Ist natürlich immer falsch, ne? Wie immer. Wenn man die SD-Karte hier so reinsteckt, dann sieht man das, dass die hier so leicht rausschaut. Es ist zwar nett gemacht von Asus, dass man dann
gut, man kann, dass man hier wieder gut die SD-Karte entfernen kann. Aber der einzige Nachteil ist, wenn ihr gerade zum Beispiel arbeitet oder so mit dem Teil und da wichtige Sachen drauf speichert und ihr kommt nur auf Versehen mal ein bisschen dran oder es liegt irgendwo dran und die SD-Karte geht raus, dann ist es ein bisschen schlecht gemacht. Also das ist die einzige Sache, die ich hier an der Seite hier so zu bemängeln habe. Ansonsten habt ihr hier wunderbar abgerundete Ecken, die liegen wirklich wunderbar in der Hand. Hier habt ihr ein Mikrofon, hier habt ihr noch ein Mikrofon, hier oben ist die Powerleiste und die Status-LED fürs Aufladen. Die ist direkt dafür fehlt der Autofokus. Hier direkt daneben habt ihr den Power-Knopf, also zum Ein- und Ausschalten und zum Display ausschalten. Hier ist eine Lautstärke-Wippe und hier habt ihr was ganz Besonderes, ein USB-Typ-C-Anschluss, allerdings USB 3.1 sogar. So, dann waren wir hier einmal, haben wir alle Anschlüsse durchgearbeitet und dann gibt es noch einen anderen wichtigen Anschluss, natürlich den Docking-Anschluss, denn ihr könnt das Tablet, wie gesagt, einmal ganz einfach auseinandernehmen. Hier unten habt ihr diese zwei Halterungen, also hier und hier, die gehen in diese Stifte hier oben rein und in der Mitte seht ihr schon, ist hier so ein Anschluss, der geht hier unten rein, dann fließen da die ganzen Daten von der Tastatur in das Tablet rein und die Tastatur wird dadurch auch mit Strom versorgt. Das Einzige, was man noch sagen muss, ist, es gibt ja einige solche Tablets, bei denen man zum Beispiel andere Modis machen kann, also wo man dann den Monitor falsch rum aufstecken kann und so. Das geht hier nicht bei diesem Gerät, weil der Anschluss nur in eine Richtung funktioniert. Das heißt, ihr könnt es praktisch dann nur auf und zu klappen und das Teil ohne Tastatur benutzen. Das sind die Modis, die man zur Verfügung hat. Jetzt erzähle ich euch was zur Tastatur. Also ihr habt hier eigentlich eine normale Tastatur, bis auf dass ihr keinen Nummernblock habt. Ihr habt hier unten auch ein normales Touchpad. Ist von der Größe her genau richtig. Ihr habt natürlich hier rechte und linke Maustaste, ist hier so getrennt durch einen Strich. Und ihr könnt wirklich, egal wo ihr auf dem Touchpad seid, klicken. Und das auch mit wenig Aufwand. Ansonsten, die Tasten, die lassen sich alle gut drücken. Sie sind eventuell ein bisschen zu klein, also für Leute, die große Hände haben. Für die wird die Tastatur vielleicht ein bisschen zu klein sein. Für mich passt es genau. Die Verarbeitung ist auch wirklich ganz, ich finde die richtig gut. Also sie ist zwar aus Plastik, aber sie fühlt sich gut an. Hat hier unten die Gumminoppen, 4 Stück, damit sie gut steht. Hier oben, wie gesagt, der Docking für das Tablet. Ihr habt hier auch so eine kleine Abrundung, also eine kleine Schale, wo es hier reingeht. Dann könnt ihr eure Hand hier gut drauflegen. Das Einzige, was ein bisschen stört, ich meine, verbiegen kann man sie alle irgendwo ein bisschen, aber das Einzige, was mich wirklich stört, ist, wenn man hier zum Beispiel aufs H drückt, kann man die ganze Tastatur, wenn man hier drauf drückt, dann drückt sich die ganze Tastatur so ein bisschen mit rein. Gut, man muss sagen, es stört mich jetzt nicht so, weil, ja, es ist nicht schlimm, aber es könnte einige Leute ein bisschen nerven, wenn man da beim Schreiben oder so hier mal ein bisschen Tastatur nachgibt. Jetzt gibt es noch eine wichtige Sache, die ich anmerken muss, und zwar wer nicht auf diesen USB-Anschluss hier verzichten möchte, der muss die Tastatur immer dran haben. Das ist die einzige Schnittstelle, die nicht im Tablet drin ist, wobei es auch Geräte gibt, bei denen der USB-Anschluss im Tablet verbaut ist. Jetzt werden sich einige Leute schon fragen, was das Teil denn wiegt. Also es wiegt so um die 1 Kilo rum, ist wirklich sehr ordentlich das Gewicht. Man muss ja auch irgendwas in der Hand haben. Wobei man sagen muss, dass das Tablet natürlich ein bisschen schwerer ist als die Tastatur. Also es teilt sich nicht so auf, aber ja, trotzdem gelangt das Tablet auch, wenn man es maximal ausklappt. Also es ist so ein bisschen über 90 Grad. Das kann ich mal kurz zeigen, indem ich so aufklappe. So, das ist das Maximale, was man aufklappen kann. Ist wirklich ordentlich und es fällt dabei nicht um. Das ist das Wichtigste. Ja, es steht auch stabil da. Also wenn man stark dran wackelt, fällt es natürlich um. Aber ansonsten steht es stabil, auch im weitesten Winkel, den man es aufklappen kann. Jetzt erzähle ich euch noch ein bisschen was über die Verarbeitung. Also ich habe schon gesagt, dass es hier
Plastik ist. Also es fühlt sich eher ein bisschen nach Metall an, weil es so schön kühl ist, wenn man mit der Hand drauf geht. Aber es ist Plastik, leicht aufgeraut. Das heißt, man fühlt wirklich den Preis, den das Teil gekostet hat. Fühlt sich echt gut an. Wie gesagt, hier unten Gumminobben, damit der Tisch nicht verkratzt und das Gerät auch nicht. Also es ist wirklich ein sehr hochwertiges Teil, auch mit schön abgerundeten Ecken, dass das Tablet auch gut in der Hand liegt. Allerdings ist leider noch zu vermerken, dass auch wenn es hier sehr schön gemacht ist, ist natürlich ein übelster Fingerabdruckmagnet. Aber wenn man hier die Hände drauf hält, dann sind hier wieder Fingerabdrücke ohne Ende. Ist am Display auch so. Also es ist kein entspiegeltes Display, ist ein normal spiegelndes Display. Da sieht man auch jeden Fingerabdruck, aber auch hier auf der Außenhülle. Und jetzt kommt natürlich die alles entscheidende Frage, was kostet dieses Gerät eigentlich? Also ich habe es jetzt für 280 bekommen und ja, ihr müsst auch so ungefähr von 280 bis 300 € so in der Preisspanne müsst ihr dann rechnen. So funktioniert es dann mit dem Laden. Also ihr habt hier das Ladegerät hier reingesteckt in den Micro-USB-Anschluss. Hier den USB in den Adapter rein und hier steckt es in die Steckdose und dann lädt euer Gerät auf. Jetzt zeige ich euch noch schnell, wie einfach das mit dem Abmontieren und Montieren des Displays geht. Also ihr nehmt einfach hier die Hände, haltet hier unten fest und zack, habt ihr es schon abgebaut, ganz einfach und zack ist wieder drauf. Der einzige Nachteil ist, dass wenn ihr das hier abbaut, ihr seht natürlich hier unten, das sind hier die Anschlüsse, die müssen hier in diese Metallstifte rein. Und hier Metall auf das Plastik, das verträgt sich nicht sonderlich so gut. Das heißt, wenn ihr öfter rumprobiert und es versucht so reinzustecken, weil die Magneten sind schon verdammt stark hier, also nicht zu stark, dann könntet euer Gerät unten verkratzen. Also da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, aber das ist bei fast jedem Gerät dieser Art so.